So, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass Eva und Siko beide online jetzt dabei sind. Okay, er nickt, also ist es so. Ja, Eva war lange meine Kollegin an der Uni Mannheim, auch Siko war schon bei uns in Mannheim zu Gast. Von daher freue ich mich umso mehr, die beiden heute kurz einführen zu dürfen und anschließend auch die Diskussion zu moderieren. Eva Gredel ist Juniorprofessorin in Duisburg-Essen. Ihr Schwerpunkt, also sie ist Juniorprofessorin für die germanistische Linguistik und ihre Schwerpunkte sind digitale Diskurse und auch Bildung in der digitalen Welt. In beiden Bereichen beschäftigt sie sich auch mit der Wikipedia, in der Wikipädaktik, Einsatz der Wikipedia in der Lehre und Wikipedistik, die wissenschaftliche Erforschung der Wikipedia. Und insbesondere befasst sie sich mit digitalen, multimodalen Diskursen und auch dem Gender Bias in der Wikipedia. 2017 war sie Mitorganisatorin der WikiDach in Mannheim und hat auch auf dem diesjährigen Femnetz-Treffen einen Vortrag gehalten. Siko van Dijk ist schon seit 2003 in der Wikipedia aktiv, bei Wikimedia Deutschland und Niederlande, war auch im Vorstand und im Schiedsgericht jeweils von Niederlande und, der deutschen Wikipedia. Er ist Mitbegründer des Klexikons, einer Online-Enzyklopädie für Kinder. Promovierter Historiker und er hat ein besonderes Interesse für Bilder in der Wikipedia, auch KI-generierte Bilder. Zwei Bücher hat er schon zur Wikipedia veröffentlicht, 2010 und 2021, jetzt Wikis und die Wikipedia verstehen. Beide Vortragenden eint also ihr Interesse für Bilder in der Wikipedia und sie werden uns jetzt die unterschiedliche Sicht auf das Thema darlegen. Und am Schluss gibt es eben, wie gesagt, Zeit zu diskutieren, sowohl hier im Saal als auch über den Chat. Und ich werde dann die Fragen jeweils weiterreichen. Herzlich willkommen, Eva und Siko. Hallo. Hallo. Ja, schöne Genau. Grüße. Ja, nach der Struktur, die wir uns vorgesehen haben für unser Streitgespräch, so war ja das Format von uns benannt, würde ich jetzt zuerst meine linguistische, in Teilen auch semiotische, bildwissenschaftliche Sicht darlegen, mit einem Schwerpunkt auf Frauen in der Wikipedia. Aber es geht auch etwas darüber hinaus. Und genau, dann geht es mit der Sicht von Siko später weiter. Ich kann für mich sagen, dass ich etwas aufgeregt bin, weil auch die technische Zuschaltung etwas komplexer ist. Freue mich aber auf jeden Fall nachher dann auf die Diskussion und hoffe, dass wir mit unserem Streitgespräch, das vielleicht am Ende gar nicht so strittig ist oder gar nicht so kontrovers ist, doch aber gute Denkanstöße in die Wikipedia-Gemeinschaft hineinbringen können. Vielleicht noch mal zu dem übergeordneten Titel, den Siko und ich uns überlegt hatten: Wikipedia macht Bilder. Das ist ja ein Titel, den man ja auf verschiedene Arten lesen kann. Zum einen kann man den so sehen, dass natürlich viele InternetnutzerInnen auf Wikipedia zugreifen und als zentrale Informationsquelle nutzen. Und man kann dann die Vermutung äußern oder die Annahme, dass Wikipedia als zentrale Informationsquelle die Sicht von Menschen auf die Welt beeinflusst, also quasi Bild von der Welt vermittelt oder Bilder von der Welt vermittelt. Und zum anderen kann man es aber auch so lesen, dass die Frage ist, wer eigentlich die Macht in Wikipedia hat, bestimmte Bilder auf Diskussionsseiten durchzusetzen, wie also dann die Frage durchzusetzen, wie bestimmte Sachverhalte der analogen Welt bebildert, illustriert werden sollten. Und mein Titel, da geht es heute um Wiki-Weltsichten und unterschrieben habe ich den Titel mit von unterschätzten Bildern, Bildunterschriften und digitalen Bildpraktiken. Mir geht es jetzt also darum, wie mit Bildern in Wikipedia Weltsichten konstruiert werden, hergestellt werden und dass das ein Aspekt, ein Thema ist, das wirklich sehr, sehr stark diskussionswürdig ist. Genau, wir haben jetzt auch, bevor wir in die eigentlichen Präsentationen einsteigen, wollten wir so zwei Blöcke haben, in denen Siko und ich noch unsere Statements darlegen. Und für meine Statements könnte man an dieser Stelle die zweite Folie von mir einblenden. Und zwar haben Siko und ich jeweils drei Thesen uns überlegt. Ich habe
noch einen kleinen Ausblick hinzugefügt von dem Thema, das wir heute nur anschneiden können, aber das wahrscheinlich auch für die Zukunft relativ große Bedeutung haben wird für die Wikipedia-Gemeinschaft. Also meine Thesen sind: Bilder lockern Wikipedia-Artikel nicht nur auf, sie illustrieren diese nicht nur, sondern sie legen viel mehr Weltsichten nahe und können auch zu thematischen Verzerrungen, zu einem Bias also führen. An zweiter Stelle: Bildunterschriften konkretisieren die Bedeutung, die relativ offene Bedeutung von Bildern im jeweiligen Kontext, und sie dürfen deshalb in der Wikipedia nicht unterschätzt werden. Das sind ja relativ kleine Texte, die Bildunterschriften, haben aber aus meiner Sicht eine große Bedeutung für die Gesamtbedeutung eines Artikels. Und zuletzt: Der Umgang mit Bildern und Text-Bild-Konstellationen in der Kultur der Digitalität ist ein diskussionswürdiges Thema, eben auch für die Wikipedia-Gemeinschaft. Wir haben digitale Plattformen, die natürlich sehr bildlastig sind, wie zum Beispiel Instagram, aber auch in Wikipedia kommt Bildern und ihren Bildunterschriften und den Texten rund um Bildern eine große Bedeutung zu. Und ich denke, dass bei den Regeln, wie Bilder einzusetzen sind in Wikipedia, dass da noch Luft nach oben ist, dass man da den einen oder anderen Aspekt vielleicht auch noch in die Regeln der Wikipedia aufnehmen könnte. Und der Ausblick betrifft die Verbreitung von Bildern, die mit KI-Tools generiert wurden. Und aus meiner Sicht gehen da noch ganz neue Herausforderungen einher mit diesen KI-generierten Bildern, insbesondere für die Ausgestaltung von Wikimedia-Projekten. Genau, das sind meine Thesen. Jetzt würde ich kurz, bevor ich in den Vortrag einsteige, an Siko übergeben, sodass er seine Thesen kurz vorstellen kann. Ja, danke, Eva. Na, ich mach's kurz und schmerzlos, oder das werden wir dann ja sehen. These 1: Die Wikimedia-Bewegung muss besser mit Bildern umgehen, und dafür werde ich gleich Beispiele haben. These 2: Was einen Einfluss haben kann, hat ihn nicht automatisch immer. Und These 3: Emanzipatorischer Impetus kann in problematischen Kollektivismus abgleiten. Bam. Na, das werden wir gleich sehen. Jetzt bin ich mal gespannt auf Evas Vortrag. Prima. Ja, vielen Dank, Siko. Dann würde ich weitermachen. Auf der nächsten Folie möchte ich noch mal kurz die Stichpunkte, die Maya erwähnt hatte, noch mal ausführen. Also ich habe eine Juniorprofessur mit Tenure Track für germanistische Linguistik, aber die Linguistik wurde in den letzten Jahren auch sehr stark hin zu semiotischen, bildwissenschaftlichen Aspekten hinausgebaut. Also auch Multimodalität, das heißt der Einsatz von Bildern, Videos, Tondokumenten spielt zwischenzeitlich in der Linguistik eine große Rolle. Und genau diese Multimodalität, also der Einsatz von Bildern, Video und Tonmaterial, etwa in der Wikipedia, war auch Gegenstand meiner Habilitationsschrift, die ich 2022 in einem Habilitationskolloquium verteidigt habe. Und da hat mich auch schon interessiert, welche Auswirkungen bestimmte Bildinventare auf Bedeutung in Artikeln haben. Ja, in den letzten Jahren im Kontext von diesem Habilitationsprojekt sind einige Publikationen von mir zu Wikipedistik und Wikipedaktik erschienen. Mich interessiert also, wie man in Vermittlungskontexten, sei es in der Schule oder in der Hochschule, InternetnutzerInnen, insbesondere Junge, an den reflektierten Umgang mit Wikipedia heranführen kann. Ich erlebe immer wieder, dass insbesondere die sogenannten Digital Natives sehr stark auf Wikipedia zugreifen, aber zum Beispiel die Diskussionszeiten und die Versionsgeschichten überhaupt nicht kennen, also nie quasi den Blick hinter die Kulissen der Wikipedia gemacht haben, und dass ihnen da ganz zentrale Aspekte fehlen, um Wikis im Allgemeinen, aber auch insbesondere die Wikipedia zu verstehen. Und deshalb habe ich den Ansatz, zum Beispiel in meinen Hochschulseminaren hier mit Studierenden genau hinzuschauen, wo man zum Beispiel Argumente für den Einsatz bestimmter Bilder auf den Diskussionsseiten finden kann. Das also nochmal kurz zu meiner Person. Und genau vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt auf der nächsten Folie meinen Vortrag heute nochmal in einen größeren Zusammenhang einordnen. Wie kommt es, dass ich Wikipedia in meine Hochschulseminare integriere? Wir haben jetzt seit 2022 neue Bildungsstandards vorliegen, und der theoretische Rahmen für diese Bildungsstandards, das sind also die Kompetenzen, die heute Schülerinnen und Schülern im Deutschunterricht erwerben sollen, da steht sehr viel auch zum Thema Digitalität mit drin, und Digitalität eben als eine kulturprägende Rahmenbedingung unserer heutigen Zeit. Und ganz konkret wird in diesen Bildungsstandards, die bundesweit in den Schulen jeweils umgesetzt werden sollen, beziehungsweise auf Landesebene die Bildungspläne und auch die schulischen Lehrpläne beeinflussen sollen, da wird Stalder mit seinem Buch Kultur der Digitalität ganz explizit genannt. Und er sagt, es gibt drei zentrale Formen von Kultur
der Digitalität. Das ist zum einen die Gemeinschaftlichkeit, die Referenzialität und die Algorithmizität. Bei der Gemeinschaftlichkeit geht es darum, dass in den letzten 20, 30 Jahren einige Projekte aufgekommen sind, in denen Commons aufgebaut werden. Dazu gehört eben auch die Wikipedia mit ihren frei zugänglichen Texten. Und Stalder führt aus, dass eben in diesem Zusammenhang neue Institutionen der Commoners aufgetreten sind. Und er beschreibt zum Beispiel die Wikipedia als eine sogenannte Ad-Hoc-Meritokratie, also dass eben diejenigen, die schon lange dabei sind, auch hier die Macht haben, bestimmte Texte und Bilder mit in die Aushandlung von enzyklopädisch relevanten Sachverhalten einzubringen. Referenzialität, da weist er darauf hin, zum Beispiel in Bezug auf Digitalfotografie, dass sich mit der Möglichkeit, digital, also über Smartphone zum Beispiel, digitale Bilder zu machen, sich die Artefakte, also Fotos, vervielfältigt haben, die problemlos verfügbar sind und dass eben viele Menschen auf diese digitalen Artefakte über das Internet zugreifen können, diese teilen können, verknüpfen können und für ihre Zwecke nutzen können. Und zuletzt beschreibt er noch die Algorithmizität. Ich denke, das ist allen ein Begriff. Und da ist der Aspekt besonders wichtig, dass jetzt auch mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel Bildmaterial generiert werden kann. Das heißt, die Menge an verfügbaren Bildern, die ist nochmal tatsächlich erhöht. Und hier kann auch so eine tendenziöse Darstellung von bestimmten Personen oder Sachverhalten festgestellt werden. Dann komme ich auch schon zur nächsten Folie und möchte hier nochmal Gedanken aus der Linguistik teilen. Also in der Linguistik geht man davon aus, dass viele Ressourcen, Zeichenressourcen wie Sprache, Bild, Typografie zur Herstellung von Bedeutung in Texten beitragen und dass es auf deren Zusammenspiel ankommt bei der Herstellung von Bedeutung in Texten. Und diese Ressourcen erfüllen ganz unterschiedliche Aufgaben. Welche das im Einzelnen sind, zeige ich gleich. Vielleicht noch ein wichtiges Zitat. Warnke schreibt schon 2009 mit Blick auf die Wissensgesellschaft, die naive Auffassung, Wissensgesellschaften seien gegen den Einfluss von Meinungen durch rational begründete Erkenntnis gesichert, beruht hingegen auf der Annahme, intersubjektiv gesichertes Wissen sei meinungs- und damit letzthin machtneutral. Das Gegenteil ist der Fall, denn Wissen ist grundsätzlich und gerade in massenmedial operierenden Knowledgeable Societies umkämpft. Was bedeutet das? Die Annahme also, dass Wissen neutral sein kann, machtneutral ist, also Machtkonstellationen keine Rolle spielen, das lehnt er hier ab, die These, sondern Wissen ist grundsätzlich eben umkämpft und wird intensiv ausgehandelt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auf die Wikipedia auch sehr, sehr stark zutrifft. Auf der nächsten Folie möchte ich zeigen, was Bilder in der Linguistik an Funktionen und Eigenschaften zugeschrieben wird und auch welche Funktionen hingegen Sprache erfüllt. Also bei Bildern heißt es, dass diese simultan und ganzheitlich wahrgenommen werden, dass man sie schnell wahrnehmen kann, dass sie gedächtnis- und wirkungsstark sind und emotionsverbunden. Und beim Bedeutungspotenzial kann man sagen, dass mit Bildern ein Bedeutungsüberschuss einhergeht, weil sie merkmalsreiche Objekte zeigen können. Aber zugleich sind sie vage und unterdeterminiert. Das heißt, sie bringen vielfältigste Bedeutungspotenziale mit. Zudem gehen mit Bildern eben auch emotionale Appelle und Handlungseinweisungen können mit ihnen einhergehen. Bei der Sprache ist es so, dass die Wahrnehmung eher sukzessive erfolgt, linear und deutlich langsamer als bei Bildern. Ihre Bedeutung ist fest verankert und die Bedeutung ist im Vergleich zur Bildbedeutung präzise und bestimmt. Wenn wir an wissenschaftliche Texte denken, dann ist es, glaube ich, sehr eingängig und einsichtig. Und Texte können Handlungen in der Zeit darstellen, stellen logische Bezüge her und es sind eben vielfältige Bezüge möglich. Man kann mit Sprache eben zum Beispiel auch über Sprache reden, was bei Bildern eher nicht der Fall ist, dass man mit Bildern über Bilder quasi nachdenken kann. Genau, auf der nächsten Folie möchte ich das etwas präzisieren. Und zwar habe ich den Nachhaltigkeitsdiskurs in Wikipedia genauer betrachtet. Also die Frage, wie Nachhaltigkeit in Wikipedia konkret im Artikel Nachhaltigkeit ausgehandelt wird und dargestellt wird. Und hier ist es so, dass es sich ein Bild oder mehrere Bilder auf dem Wikipedia-Artikel finden oder im Wikipedia-Artikel. Und eines davon zeigt eine Art Gebäude, wahrscheinlich ein Stall mit sehr, sehr vielen Schweinen. Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich und was es uns zeigen soll, ist durch die Bildunterschrift konkretisiert. Jetzt ist es aber so, dass das sehr stark ausgehandelt wird und über die Versionsgeschichte lässt sich rekonstruieren, dass hier die Bildunterschrift auch sehr oft verändert wird. Und zwar ein Nutzer am 17.11.2017 und 16.28
beschreibt das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, als moderne Massentierhaltung. Und das wird im Duden relativ klar und mit negativen Konnotationen folgendermaßen definiert. Das ist eine technisierte Tierhaltung im Großbetrieben zur Gewinnung möglichst vieler tierischer Produkte, also eher negativ konnotiert. Und bei Nutztierhaltung, da unter dem zweiten Bild, moderne Nutztierhaltung kann nachhaltig sein, wenn ein effizienter Ressourcenansatz, Einsatz, Umweltansprüche, Tierhaltungsbedingungen und so weiter berücksichtigt sind. Also man sieht hier, dass ein und dasselbe Bild mit ganz unterschiedlichen Bildunterschriften versehen wird und dass die Bedeutungspotenziale, die mit dem Bild einhergehen, hier über die Schrift, über den Text, der das Bild begleitet, präzisiert werden sollen. Und wir sehen aber auch, dass das Bild hier relativ geduldig ist. Das also nur noch mal zur Verdeutlichung von Bildbedeutungspotenzialen und den Eigenschaften, die mit Bildern einhergehen, im Gegensatz zu dem, was Schrift und Text leisten kann. Dann käme ich auch schon zur nächsten Folie und möchte hier noch einmal kurz einbringen, was in Wikipedia an Hinweisen zur Bebilderung von Artikeln steht. Das heißt, das Artikel zu illustrieren kann zum Verständnis des Artikeltextes deutlich beitragen und zudem den Körper auflockern. Aus meiner Sicht, das ist ein Punkt, da werden Bilder tatsächlich unterschätzt. Also es geht bei Bilderung von Artikeln nicht nur um das Auflockern, sondern tatsächlich, wie gesagt, werden Weltsichten dargelegt. Erwünscht sind sorgfältig ausgewählte Mediendateien, die an passender Stelle textbezogen so eingebunden werden, dass weder der Text davon dominiert noch dessen Lesbarkeit beeinträchtigt wird. Also hier geht es ganz konkret um Text-Bild-Konstellationen. Es soll einen inhaltlichen Bezug geben, eine Erheblichkeit, also Relevanz des Bildes und in gewisser Weise auch eine Repräsentativität. Jetzt möchte ich auf Einzelbeispiele eingehen auf der nächsten Folie und möchte zeigen, dass das, was hier so relativ wenig problematisiert wird, aber doch in bestimmten Artikeln problematisch sein kann oder zumindest zu Diskussionen anregen sollte. Genau, die nächste Folie bitte. Genau, hier haben wir das Bildinventar, also die Bilder, die auf dem Artikel zu Marie Curie mit dabei sind, integriert sind. Und da möchte ich noch ein Zitat vom Diversiton 2021 einbringen, also eine Veranstaltung innerhalb der Wikipedia-Gemeinschaft, die ja den Umgang mit Bildern gerade in Bezug auf Frauen thematisiert hat. Und da heißt es, vermeide in Artikeln über Frauen die Verwendung von Bildern ihres Ehemanns, Vaters oder ihrer Familie, es sei denn, es ist unbedingt notwendig und verleiht dem Artikel Qualität. Diese Bilder ignorieren in der Regel die Individualität von Frauen, ohne dem Artikel wichtige Informationen hinzuzufügen. Wir haben jetzt hier eine Person, die eben Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ihre wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse erarbeitet hat. Und deshalb haben wir hier auch historische Bildinventare. Und wie Sie sehen, ist das, was beim Diversiton beschrieben wird, hier aber doch tatsächlich umgesetzt, nämlich dass Marie Curie im Kontext, in Konstellationen, Bildkonstellationen gezeigt wird, die zum Beispiel den Vater, den Ehemann darstellen und Marie Curie hier auch an vielen Stellen eben nicht zentral gesetzt ist, obwohl es ein Wikipedia-Artikel ist, der sie thematisiert. Wir haben hier zum Beispiel Wladyslaw Sklodowski mit seinen drei Töchtern und davon ist eine eben dann die Marie Curie, also die später dann Marie Curie hieß. Ganz genau, also Sie sehen hier schon eine historische Personenkonstellation, wie wir sie wahrscheinlich auf Bildern im 19. Jahrhundert häufig finden. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist, wird denn ein solches Bild eben den Ansprüchen einer Online-Enzyklopädie des 21. Jahrhunderts gerecht, wenn die Person, die besprochen wird, hier überhaupt nicht zentral gesetzt wird, sondern Familienbilder reproduziert werden, die heute so nicht mehr haltbar sind, dass quasi der Vater so zentral gesetzt wird und vielleicht auch insbesondere zu einem Artikel nicht passen, der eigentlich eine Frau mit ihren wissenschaftlichen Errungenschaften darstellen soll. Wir sehen sie dann auch nochmal mit ihrer Tochter und dem Mann, Pierre Curie. Und ganz spannend ist aus einer früheren Version das Bild, das dann unterschrieben ist mit die Witwe mit ihren jungen Töchtern Eve und Irene. Und hier ist es tatsächlich so, dass Marie Curie zwar in der Mitte sitzt, aber in der Bildunterschrift findet sich die relationale Personenbezeichnung Witwe. Also da wird sie quasi in Relation zu ihrem schon bereits verstorbenen Ehemann gesetzt. Und die Frage ist, warum hier Witwe geschrieben wird und nicht zum Beispiel Wissenschaftlerin. Also warum darauf hingewiesen wird, dass hier kein Mann mit ins Bild gesetzt ist. Die Frage ist,
Ist das ein relevanter Aspekt? Muss das Bild tatsächlich durch die Bildunterschrift so konkretisiert werden? Ist tatsächlich mittlerweile auch schon behoben, findet sich also in der aktuellen Version so nicht mehr, aber ist natürlich ein schöner Punkt, um Bildinventare und Bildunterschriften, Text-Bild-Konstellationen zu illustrieren. Ganz oben das umrahmte Bild, Pierre und Marie Curie in ihrem Laboratorium in der Rue Cuvier. Hier hat sich eine ganz spannende Diskussion auf der entsprechenden Diskussionsseite entwickelt und da habe ich nochmal einen Ausschnitt auf der nächsten Folie, Simon, wenn du einmal weiterklicken könntest, bitte. Genau, vielen Dank. Da heißt es zu der Frage, welches Bild soll eigentlich eingesetzt werden, um Marie Curie in ihrem Arbeitskontext zu zeigen. Dort steht auf der Diskussionsseite. Hallo Suku, warum ziehst du dein Foto links meinem Foto vor und hast meine Änderung revertiert? Hier geht es um Marie und die Hauptperson sollte den Betrachter ansehen. Gruß von OS. Und dann die Antwort. Du zäumst das Pferd von hinten auf. Es ist an dir darzulegen, warum deine Änderung in diesem Form für eine Artikelverbesserung hältst. Attribute wie eindrucksvoll oder die Idee, Hauptperson sollte den Betrachter ansehen, sind hier eher subjektiv. Also was dieser Ausschnitt der Diskussionsseite zeigt, ist, dass es tatsächlich Diskussionen über Bilder gibt und dass sich im Verlauf der Geschichte der Wikipedia in den letzten 22 Jahren auch schon vieles verbessert hat, was das Thema angeht, Reflexion über Bilder, Bilddiskussionen und die Frage, wie Frauen oder auch andere Gruppen ins Bild gesetzt werden sollen. Das sozusagen als ein Beispiel dafür. Auf der nächsten Folie möchte ich noch zu einem weiteren Beispiel kommen. Und zwar geht es jetzt um ein Architekten-Ehepaar. Das ist einmal Elisabeth Böhm und zum anderen Gottfried Böhm, die beide jeweils einen Wikipedia-Artikel haben. Und auch hier habe ich wieder ein Zitat mitgebracht, das sich so in Wikipedia findet, aber da im Kontext der englischen Wikipedia-Version, dort heißt es: Note that pictures can be point of view representations as well. Often the images selected to represent women are among the most sexualized and least humanizing. If possible, attempt to locate suitable alternatives. Was Sie hier jetzt sehen bei diesen kleinen Ausschnitten des Bildmaterials ist, dass sich bei Elisabeth Böhm sehr viel weniger Bildmaterial findet. Und wir sehen hier vor allen Dingen das Familiengrab und sie ist auch wieder dargestellt zusammen mit ihrem Mann. Und unten bei den assoziativen Verweisen sind die Männer dieser Architektenfamilie dargestellt, aber sie ist dort überhaupt nicht ins Bild gesetzt. Wie sieht es dann hingegen bei ihrem Mann aus? Dort ist es so, dass wir sehr, sehr viele Bilder von Gebäuden finden, die er entworfen hat, wohingegen bei Elisabeth Böhm kein einziges der von ihr entworfenen Gebäude zu einer bestimmten Zeit in den Artikel integriert war und sogar ziemlich lang war das so. Auf der nächsten Folie habe ich das auch nochmal dargestellt, dass man noch ein kleines bisschen größer sieht. Also die Frage ist hier, warum ist sie als Architektin in die Wikipedia aufgenommen? Also da hat sie die Relevanzkriterien erfüllt, aber warum werden dann eben nicht auch Gebäude von ihr in den Wikipedia-Artikel integriert. Warum finden sich hier Bilder, die sie als in ihrer Wissenschaft, in ihrer beruflichen Rolle als Architektin überhaupt nicht richtig ins Bild setzen? Auf der nächsten Folie möchte ich noch auf eine Text-Bild-Konstellation eingehen und sowas darstellen wie multimodale Leerstellen, möchte aber zunächst nochmal auf die Bilder begleitenden Text eingehen. Da heißt es, nach der Heirat im Jahr 1948, dann als Ehefrau, jedoch nicht offiziell als Mitarbeiterin, hat sie im Architekturbüro mitgewirkt und nach der Geburt von 4 Söhnen zeigte sie im Büro Böhm mehr Präsenz. Das sind jetzt Auszüge, die ich hier hervorgehoben habe. Also aus meiner Sicht ist das ein Beispiel für einen Artikel, der sehr, sehr stark die familiären Rollen dieser Architektin hervorhebt, überbetont aus meiner Sicht und auch in Teilen despektierlich beschrieben ist. Also zeigte sie mehr Präsenz. Hier lässt sich sicher die Frage stellen, sind es ja Formulierungen, die hervorheben, dass sie beides kombiniert oder vereint bekommen hat, also familiäre Rollen und berufliche Rollen? Oder ist es aber doch so, dass ihren Status als Architektin, ihrer beruflichen Rolle, dass das nicht ernst genommen wurde und hier zu despektierlich besprochen wurde? Wie gesagt, hier nochmal zu sehen an dem Rahmen ohne Bild, ein Foto von Gebäuden, das sie entworfen hat, war lange Zeit nicht in ihren Artikel integriert. Auf der nächsten Folie hingegen zeige ich nochmal einen Ausschnitt aus dem Artikel von Gottfried Böhm.
Und dort ist es so, dass die WDR-Arkaden, die maßgeblich wohl von Elisabeth Böhm entworfen wurden, tatsächlich bei ihm mit einem Bild integriert sind. Also grundsätzlich wäre ein passendes Bild über Wikimedia verfügbar gewesen. Aber nur bei Gottfried Böhm wurde dieses integriert, wohingegen kein Foto von diesem Gebäude bei Elisabeth Böhm zu finden sind. Und auf der nächsten Folie möchte ich noch auf digitale Bildpraktiken eingehen. Auch noch ein kleiner Aspekt, mit dem man vielleicht den einen oder anderen Artikel ohne großen Aufwand verbessern kann. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass der Diversiton festgestellt hat, dass es angemessen wäre, Frauen zentral in Bildern zu sehen und eben nicht in familiären Konstellationen mit Mann, Söhnen, wie auch immer. Tatsächlich war bei Elisabeth Böhm sehr lange ein Bild mit ihrem Ehemann in den Artikel integriert. Bei Gottfried Böhm hingegen war es so, dass ein Bild zugeschnitten wurde, ein digital vorliegendes Bild zugeschnitten wurde, so zugerichtet wurde, dass Gottfried Böhm zentral zu sehen war. Und wie wir sehen können, ist es ein Bild gewesen, auf dem eben auch andere Personen zu sehen sind. Jetzt ist die Frage, warum richtet man bei dem Mann das Bild so zu, dass er zentral gesetzt ist, bei der Frau? Aber tatsächlich ist es wieder die familiäre Konstellation, da wird der Mann zentral mit ins Bild gesetzt. Und dann komme ich schon zu meiner letzten inhaltlichen Folie, was ich hier nur anschneiden kann, aber was ich total interessant finde und hier auch in die Diskussion gerne schon einbringe, ist das Thema der KI-generierten Bilder. Ich habe es überschrieben mit Fluch oder Segen, also ich sehe durchaus Vorteile von KI-generierten Bildern. Man könnte vielleicht bestimmte historische Konstellationen gegebenenfalls mit KI-generierten Bildern besser oder zeitgemäßer ins Bild setzen. Das ist aber eine gewagte These. Aber was ich im Moment insbesondere bei Wikimedia feststelle, ist, dass es eine unglaublich große Zahl an Bildern gibt, die täglich neu eingestellt werden in Wikimedia, die sehr, sehr stark gender-stereotype Bilder von Frauen sind oder als solche gesehen werden können. Und die Frage ist jetzt, was macht es mit Wikimedia und was macht es mit der Bebilderung der Wikipedia, wenn wir hier eine solche Flut von KI-generierten Bildern sehen, die bei weitem eben nicht die Kriterien erfüllen, die üblicherweise Bilder in der Wikipedia erfüllen sollen. Vielleicht ist das auch ein schöner Ausgangspunkt, um über Regeln in der Wikipedia zu Bildern zu diskutieren. Und dann habe ich auch nur noch die letzte Folie, die nochmal ganz herzlichen Dank sagt für die Aufmerksamkeit. Und damit würde ich an Siko übergeben zur Replik. Ja, danke schön. Hört ihr mich? Ja, ihr hört mich? Okay. Ja, liebe Eva, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich fürchte, dass das Streitgespräch kein sehr spektakulärer Kampf wird, sowieso nicht wegen der Friendly Space Policy. Aber ich stimme deiner Diagnose großteils zu, wenngleich, und dann werde ich am Ende noch was zur dritten These sagen. Ja, in der Wikipedia kann noch vieles verbessert werden. Das heißt, ich denke oft direkt an die Therapie dann. Aber ich muss auch bei der Diagnose doch nochmal stehen bleiben. Denken wir da an den Artikel Elisabeth Böhm. Also in der Gesamtschau wirkt manches tatsächlich seltsam, die Frau als Anhängsel des Ehemannes. Aber wenn ich genauer hinschaue, da gibt es eine Navigationsleiste mit Foto und auf dem fehlt Frau Böhm. Ist richtig, aber auch andere fehlen. Und die Wikipedia-Autorin, also man kann das ja so schön transparent immer gucken, wer das gemacht hat, also die mir auch bekannt ist, die Wikipedia-Autorin hatte dann die Wahl zwischen einem Bild von Frau und Herrn Böhm oder eben dem gewählten Bild mit Herrn Böhm und drei männlichen Verwandten. Und da hat dann die Autorin wohl einfach gedacht, dann nehme ich das Bild mit den meisten Gesichtern. Also das ist jetzt keine Frauenfeindlichkeit, es sei denn, man könnte natürlich argumentieren, dass Frau Böhm einzeln viel relevanter sei als die drei Herren, könnte man, okay. Und bei der Therapie denke ich dann ja, bei Navigationsleisten nimmt man sowieso am besten ein Foto, das alle Elemente repräsentiert. Und wenn man keins hat, dann verzichtet man darauf. Das hätte man hier machen sollen. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Ja, und im Artikeltext, da wird tatsächlich stark auf den Ehemann von Elisabeth Böhm Bezug genommen. Therapie, man könnte den Text umschreiben. Aber dann würde ich mich fragen, würde ich mich das trauen? Denn mein Gefühl sagt mir, ich müsste dazu erst den Sachverhalt besser kennen. Also wie sah das da aus bei den Böhms zu Hause und dem Architektenbüro? Und wenn ich jetzt so ein kleines bisschen umformuliere, dann kann eine Aussage ja schon unkorrekt werden. Dann müsste ich nochmal nachschlagen in der Literatur.
Da vermute ich aber, dass die Wikipedia-Autorin sehr gewissenhaft den Artikel aufgrund der Literatur geschrieben hat. Also dass der inkriminierte Duktus schon aus den verwendeten Werken stammt. Und ja, von der Literatur ist die Wikipedia dann eben abhängig. Ja, wir kennen die Böhms ja alle nicht persönlich. Also was soll man da machen? Anderes Thema, das Foto von Marie Curie. Soll die Hauptperson eines Bildes den Betrachter ansehen? Oder sagen wir es anders, soll die Lämmerperson den Betrachter ansehen? Und das ist so eine Frage für sich. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich kenne die Regel auch gar nicht. Jedenfalls gebe ich zu, dass die Antwort da in der zitierten Diskussion, die könnte schon ein wenig pampig wirken. Und das ist für die Diskussion nicht so gut. Das verstehe ich. Jetzt erlaube ich mir mal ein anderes Beispiel heranzuziehen. Ich habe im heurigen Sommer, ich weiß nicht, heurig sagt man das, ich habe hier immer so meine Österreich-Mütze von den Österreichern hier. Schönen Dank nochmal, Manfred. Also ich habe über die Titanic mitgearbeitet am Artikel in diesem Sommer und dieses Schiff mit dem Eisberg. Ne? Und da war im Artikel eine lange Liste mit den prominenten Passagieren und dann auch die reichen Herren, das waren die Millionäre. Und die reichen Damen waren die Millionärsgattinnen oder auch der Inhaber des New Yorker Kaufhauses Macy's, Isidor Strauss mit seiner Gattin Ida Strauss. Ne, dieses Relationale, was die Eva herausgearbeitet hat. Und da hörte ich eine Stimme in mir, naja, was soll das denn? Ne, die Ida Strauss, die hat doch wie eine Millionärin gelebt. Was soll das schlechte Leben? Da kann ich auch einfach schreiben, Ida Strauss, Millionärin. Vielleicht war das sogar die Stimme von Eva im Hinterkopf, die ich da gehört habe. Aber dann hatte ich noch eine andere Stimme in mir. Ja, wie war das denn rechtlich und finanziell damals im Jahr 1912? Da bin ich jetzt kein Experte für das Sozialrecht in der Zeit, aber ich vermute mal, dass Ida Strauss keine eigenen Millionen hatte. Über das Vermögen in der Ehe hat damals alleine der Mann bestimmt. Ja, und wenn ich jetzt die Frau Strauss einfach so Millionärin nennen würde, dann würde ich die Ungleichheit unter den Tisch fallen lassen. Und so muss ich dann auch an die Marie Curie denken, dass die nicht ständig prominent als Witwe dargestellt wird im Artikel, dem stimme ich zu. Aber ja, damals war es für eine Frau schon sehr bedeutsam, ob sie Ehefrau war oder Witwe. Und damit muss man im Artikel angemessen umgehen und wie. Da muss man eben drüber dann, dass das wird dann ausgehandelt. Ich würde übrigens nicht sagen, dass der Artikel die Aufgabe hätte, die wissenschaftlichen Leistungen der Person aufzuzeigen, sondern durchaus das gesamte Leben. Aber ja, man hat dann im Kopf dann natürlich die Frage, hätte man das bei einem Mann auch so geschrieben, der Witwer, der Witwer, der Witwer. Die dritte These von dir, Eva, da muss ich sagen, die hätte von mir aus durchaus schärfer formuliert werden können. Ich glaube, die Wikimedia-Bewegung muss mal die Bildkultur dringend auf ein ganz neues Level heben. Und dein Beitrag hat uns wunderbar gezeigt, worauf man noch alles achten muss. Schönen Dank dafür. Ja, ganz herzlichen Dank, Siko. Vielleicht noch zur Replik auf die Replik. Also das fände ich natürlich jetzt den letzten Punkt, den du angesprochen hast, toll, wenn es da mehr Diskussionen zu Bildkulturen innerhalb der Wikipedia gäbe. Ich glaube, genau in diese Richtung muss es gehen. Wie gesagt, die Regelseite Artikel illustrieren, da würde ich schon einen ganz anderen Titel wählen. Also da sollte wirklich deutlich werden, dass mit Bildern, Bedeutungen in Artikeln mitkonstruiert werden, dass bestimmte Sichten auf die Welt nahegelegt werden. Also da könnte man, glaube ich, wirklich die Regeln auch nochmal sehr viel schärfer und deutlicher auch an bildwissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert formulieren und nicht so eine naive Bildauffassung haben. So Bilder lockern den Text auf, mehr Funktion haben sie nicht. Ich übertreibe es jetzt wirklich, ich bringe jetzt diese Schärfe mit rein, die vielleicht manche für ein Streitgespräch erwarten. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, um hier die Regeln zu konkretisieren. Vielleicht nochmal zu Elisabeth Böhm. Ja, also sicher gibt es da historische Fakten, die bestimmte Ausführungen im Artikel nahelegen. Aber ich denke doch, dass es nicht angemessen ist für eine Architektin, deren Artikel nur nach familiären Zäsuren zu strukturieren, das heißt auf Heirat einzugehen, auf die Geburt der Söhne und die damit einhergehende, ich nenne es jetzt mal Elternzeit, obwohl es das ja damals noch nicht gab, und dann auch solche Formulierungen zu verwenden wie zeigte im Büro Böhm mehr Präsenz. Also aus meiner Sicht ist das eine Formulierung, die schon eher despektierlich ist und insgesamt sowohl ihre familiären
Aufgaben als auch ihre Errungenschaften, Verdienste als Architektin nicht angemessen würdigt. Genau, und dann ist eben natürlich auch die Frage, warum dieses eine Bild nicht bei ihr integriert ist. Zwischenzeitlich muss man sagen, ist der Artikel auch wunderbar überarbeitet. Mit ganz wenigen Edits wurde da aus meiner Sicht schon viel erreicht. Von daher jetzt zum Abschluss der Replik auf die Replik nur nochmal der Hinweis, dass manchmal kleine Änderungen doch auch schon sehr, sehr viel bewirken können und dass insbesondere auch Bildunterschriften und vor allen Dingen natürlich auch Bilder bei der Konstruktion, bei der Herstellung von Bedeutung nicht zu unterschätzen sind. Genau, damit übergebe ich an dich, Siko, ja. Und freue mich auf deine Präsentation. Ja, danke schön. Also, von fremden Blicken. Ja, liebe Wissensfreunde, wir haben gehört, die Bilder in der Wikipedia werten einen Artikel auf. Und nun das Bild 2, bitte. Aber ja, wir verwenden Bilder nicht immer sinnvoll und angemessen. Da hat man lange Artikel, aber kaum Bilder oder keine ausreichende Bildunterschrift oder eine Bildverwendung, bei der jemand wirklich nicht gut nachgedacht hat, wie wir noch sehen werden. Mein Thema lautet also, Bilder sind wichtig, aber nicht immer harmlos und leider werden die Diskussionen darüber manchmal von einer Haltung überlagert, die über das Ziel hinausschießt. Ein Bild auf Wikimedia Commons, ein kongolesisches Dorf in einer sogenannten Völkerschau. In Europa wurden Menschen aus anderen Weltteilen zum Teil wie Tiere ausgestellt. Ja, das Bild wirkt wohl auf viele Menschen harmlos. Keine Nacktheit, keine Gewalt, kein Blutvergießen. Aber wenn Menschen auf ihren ethnischen Schauwert reduziert werden, ist das wirklich harmlos? Und soll ich das Bild überhaupt verwenden? Und wenn ja, wie? Kurz zu mir. Ich habe unter anderem Geschichte studiert und in Bildarchiven gearbeitet. Und ich füge Bilder in Wikipedia-Artikel ein. Und das mache ich ebenso beim Klexikon der Wikipedia für Kinder. Und das Nachdenken über eine gute Bildauswahl hat mich zur Literatur geführt, wie zu einem Beitrag von Herrn Ian Ramjohn. Decolonizing Wikipedia. Ian Ramjohn sorgt sich, wie arme Länder in der Wikipedia dargestellt werden. Und dazu schreibt er: Fotowettbewerbe wie der jährliche Wikiloves Africa-Wettbewerb bevorzugen die Aufnahme von spektakulären, interessanten oder exotisierenden Bildern gegenüber dem Alltäglichen. Wenn die Wettbewerbe mit den Augen des globalen Nordens beurteilt werden, wird der Effekt noch verstärkt. Niemand möchte Preise für Dinge vergeben, die er regelmäßig in seinem eigenen Hinterhof sehen kann. Aber solange die Entwicklungsländer in der Wikipedia durch dieses Objektiv dargestellt werden, bleiben sie exotisch. Ja, es meldete sich Florence Devoix, die gehört zur Organisation von Wikiloves Africa, und die erklärte empört, dass dieser Wettbewerb ganz im Gegenteil das Alltägliche begrüße. Und bei der Organisation machen 3 bis 4 Leute aus dem globalen Norden mit, die übrigen seien allesamt aus dem Süden. Und auch in der Jury kommen die meisten aus Afrika. Ob Ian Ramjohn einen anderen Wettbewerb gemeint habe? Ja, das wird es wohl sein, erwiderte Ian Ramjohn kleinlaut. Er habe den Beitrag vor 2 Jahren geschrieben und könne sich nicht mehr erinnern. Tja, aber auch für Wikiloves Earth gilt, so Florence Devoix, dass die meisten der nationalen Sieger in afrikanischen Ländern von dort kommen. Und warum soll man die Gewinnerfotos exotisch nennen? Man versuche doch überall die schönsten Orte eines Landes darzustellen. Oha, was ist da schiefgelaufen? Erstens finde ich es moralisch bedenklich, den Wettbewerb etwas zu unterstellen, und zwar einfach so automatisch, ohne sich die Sache genau angeschaut zu haben. Zweitens ist es kontraproduktiv, denn die so Angegriffenen können sich dann denken, ja, egal was ich mache, es wird ja doch nur gemeckert, warum soll ich mich für eine globalere Wikipedia einsetzen? Drittens, die Haltung ist problematisch für den Diskurs, und dazu noch ein Beispiel. So klagt Ian Ramjohn auch über eine Wikipedia-Diskussion, also wenn man nach dem Wort Java sucht oder Java, was soll einem angezeigt werden? Der Artikel über die indonesische Insel oder Java, die Programmiersprache? Und da kommentiert er, zwar hätten sich die Vernünftigen durchgesetzt, sodass das Lemma Java weiterhin die Insel ist, aber dass man darüber überhaupt diskutiert habe, zeige eine fundamentale Schwäche. Es sei absurd, weiße Menschen aus dem globalen Norden marginalisieren 150 Millionen Einwohner von Java, indem sie deren Verdienste gegen eine Programmiersprache abwägen. Und da dachte ich mir erst einfach,
Ja, aber die Diskussion war vor 15 Jahren und da haben etwa 10 Leute mitdiskutiert und die Insel hat sich doch durchgesetzt. Und dann habe ich gesehen, ja, die Wikipedia, die hat, also auf Englisch, die hat mehrmals über die Java-Frage diskutiert, mit sinnvollen Argumenten auf beiden Seiten. Also zum Beispiel der Artikel über die Programmiersprache wird deutlich öfter aufgerufen als der über die Insel. Anscheinend möchten manche Leute gar nicht diskutieren, denn die haben schon eine feststehende Meinung und wer eine andere hat, ja, der steht für eine fundamentale Schwäche. Und er wird ja nicht mehr als Individuum mit eigener Meinung wahrgenommen, sondern nur noch als Vertreter seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft. Nicht diskursfördernd ist auch diese Romanschriftstellerin, die hat sich beschwert auf Twitter, dass ein Mann den Artikel über sie gelöscht habe. Ja, und wie die Twitter-Schar von ihr dann sekundiert hat, das seht ihr hier. Und was meint die Organisation Whose Knowledge? Die will unterrepräsentierte Gruppen und Minderheiten sichtbarer machen. Prima. Zitat aus dem Video von Adele Vraner: Die meisten der Leute, die die Wikipedia schreiben, sind immer noch weiße Männer. Siko Bautasse. Und da sich die Person, die man ist, auf das auswirkt, was man erschafft, spiegeln sich diese Lücken auch in den Inhalten der Wikipedia wider. Zu jeder Folge der Simpsons gibt es zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel. Militärgeschichte auch ziemlich gut. Die Berichterstattung über weibliche Pornostars ist auch in Ordnung. Vraner, ja, aber es fehlen immer noch tonnenweise Biografien von brasilianischen Wissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen. Ja, da frage ich mich, was soll so eine Polemik, die in Kicherlaune vorgetragen wird? Will man eine Bevölkerungsgruppe diffamieren, indem man ihr nachsagt, ständig an Sex zu denken? Dafür kennen wir ja historische Beispiele. Klar, die Aussage soll sein, wir gegen die, aber wird das dem einzelnen Wikipedia-Autoren gerecht? Einem, der noch nie einen Artikel zu Pornostars geschrieben hat? Und übrigens, ich habe mir mal Wikipedia-Kategorien angeschaut und das Ergebnis ist: Wissenschaftlerinnen 23.000 Artikel, Pornodarstellerinnen 512. Ist der Beitrag von Ian Ramjohn also pure Polemik für die Tonne? Nein. Die Frage nach dem Exotismus ist berechtigt, also ob Bilder absichtlich das Andersartige, das Fremde zeigen. Denn ein Foto machen, das ist immer Aufwand. Heute geht das natürlich viel einfacher als vor 100 Jahren, okay, aber mein Handy zücke ich natürlich eher für das Außergewöhnliche. Zum Beispiel, wenn im Garten frischer Schnee gefallen ist und nicht, wenn der Schnee schon wieder schmilzt. Und in der Wikipedia? In einem Artikel über ein Dorf zeige ich ja eher ein besonderes Gebäude, nicht ein gewöhnliches. Ein Bild aus dem Artikel über Ghana. Der Mann bearbeitet einen traditionellen Webstuhl. Ist das nun schlecht? Soll man lieber jemanden an einer modernen Maschine zeigen? Was ist ein typisches Essen in den Niederlanden, der berühmte Hering? Vielleicht. McDonald's hingegen mag nicht typisch für das Land sein, aber es ist viel repräsentativer für das, was wirklich gefuttert wird. Es ist durchaus nicht unwichtig, wer ein Bild betrachtet und welches Vorwissen er hat, um ein Bild einzuordnen. Zum Beispiel traditionelle Kultur. Viele von uns hier waren schon mal in Österreich, also die Anwesenden auf jeden Fall, und da weiß man, die Österreicher laufen nicht alle ständig so herum. Aber was ist mit dem Bild aus Kenia? Was sehe ich dort? Alltag, Tradition, Reenactment, also Reenactment ist Tradition, die unterbrochen ist. Also ich kenne mich mit Kenia eben nicht so gut aus und meine Leser vielleicht auch nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf Commons gute Bilderklärungen haben. Ja, und leider war die Beschreibung des Bildes auf Commons sehr knapp. Vielleicht, weil es für den Fotografen selbstverständlich war, was da zu sehen ist. Streng genommen müsste man sich sagen, wenn ich nicht genau verstehe, was ich sehe, dann soll ich das Bild eigentlich nicht verwenden. Schade. Nun gut, das ist jetzt ein einzelnes Bild, aber was ich noch wichtiger finde, das ist der Gesamteindruck, der entsteht. In einem Artikel über ein Land, da sieht man häufig solche Bilder, und gerade wenn es um arme Länder geht. Kaffee wird angepflanzt, Rohstoffe werden abgebaut oder man sieht schöne Sandstrände.
Okay, das gibt es dort. Und der Export und der Tourismus, das sind ja wirklich wichtige Wirtschaftszweige. Warum soll man das nicht zeigen? Naja, ich befürchte, dass da ein gewisser Eindruck entstehen kann. Das gesamte Land scheint nur für uns Menschen in den reichen Ländern zu existieren. Dort machen wir unseren Urlaub und von dort kommen die schönen Erzeugnisse für uns. Ja, beim Klecksikon habe ich dann also versucht, so einen Eindruck zu vermeiden. Hier ist der Artikel über Barbados. Schöne Strände, prima. Aber dann habe ich eben auch eine Feier zum Unabhängigkeitstag hinzugefügt oder auch das Gebäude des Parlaments. Woher kommen eigentlich die Bilder, die wir auf Wikimedia Commons finden? Egal, ob die Fotos ein reiches Land oder ein armes Land zeigen, der Fotograf ist meistens ein Mann aus dem reichen Norden. Umgekehrt ist das viel seltener. Das bedauere ich und ich fände es gut, wenn Menschen aus armen Ländern gefördert würden, sodass sie Fotos in reichen Ländern machen können. Aber lasst uns in zwei Punkten bitte sehr deutlich sein. Erstens, was den Fotografen angeht und zweitens, was das Objekt angeht. Dies ist Diego Delso aus Spanien. Er hat zahlreiche hochwertige Fotos in vielen Ländern gemacht und hochgeladen. Ha! Ein reicher, weißer, privilegierter Mann aus dem globalen Norden. Sein Kamerablick reproduziert koloniale Stereotype und so manipuliert er die dummen Wikipedia-Leser. Ist das so? Nein, Diego Delso ist nicht das Problem. Er macht alles ehrenamtlich und könnte sich die Mühe mit Comments ja sparen. Nein, seine Bilder sind kein Problem, sie sind Teil der Lösung. Sie erleichtern die Bebilderung. Was wäre die Alternative? Ja, auf Commons sind das dann oftmals Bilder von der nationalen Regierung oder von der amerikanischen Navy oder von der russischen Botschaft. Und ich will nicht behaupten, dass solche Fotos automatisch unakzeptabel wären, aber die sind natürlich erst recht mit einer bestimmten Absicht erstellt worden. Gerade deswegen bin ich so ein großer Fan von Wiki Loves Africa. Mit den vielen Bildern aus den vergangenen Jahren haben wir als globale Bewegung wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und die meisten Fotos stammen von Menschen aus den betreffenden Ländern. Und was das Inhaltliche angeht, lasst uns Folgendes klarstellen. Als Historiker bin ich mir dessen bewusst, dass man hinterfragen soll, wer hat ein Foto gemacht, wozu, was ist der kulturelle und soziale Kontext und so weiter. Ja. Aber man muss doch auch ganz klar sagen, dies hier ist ganz einfach ein Bild von einer Mühle. Ist es nun wirklich von Bedeutung, wer das Foto gemacht hat? Ob er gebürtig aus dem Ort stammt oder nur auf der Durchreise ist? Ob das Foto eine Frau oder ein Mann gemacht hat, sähe es dann jeweils wirklich völlig anders aus? Kritische Fragen können wichtig sein, man darf aber doch anzweifeln, ob der Hintergrund eines Menschen absolut immer und überall extrem relevant ist. Hier sehen wir die Wikipedia auf Niederländisch, Artikel Sudan, Frauenbeschneidung. Ja, was ist hier das eigentliche Problem? Natürlich, wir fragen uns, hat die fotografierte Person ihr Einverständnis gegeben, dass das Bild auf Commons hochgeladen wird? Und vor allem, fände sie es wirklich gut zu sehen, wie dieses Bild verwendet wird? Also ein grausames Thema, bei dem sie fröhlich in die Kamera guckt? Hier geht es um Persönlichkeitsrechte und diese Nutzung wäre überall auf der Welt ein Problem. Hat das etwas mit armen und reichen Ländern zu tun? Naja, ich gebe zu, vielleicht ja. Es könnte sein, dass manche Fotografen aus reichen Ländern sich nicht trauen, Persönlichkeitsrechte im eigenen Land zu verletzen. Denn eine Fotografierte könnte ja mit dem Rechtsanwalt kommen. Und wenn die Betroffene im globalen Süden lebt, dann ist man vielleicht etwas laxer, weil die sich kaum einen Anwalt leisten kann. Ich betone, das ist nur eine Hypothese von mir. Ich will nichts unterstellen, aber wie auch immer, das Problem der Persönlichkeitsrechte. Das ist ja die Street Photography und die ganze Problematik. Das Problem der Persönlichkeitsrechte ist ein allgemeines, doch es könnte sein, dass obendrauf noch das Problem von Arm und Reich liegt. Die Wikimedia-Bewegung versteht sich ja als edukative Bewegung. Nehmen wir mal das Wort Bildung dafür. Bildung hat das Ziel, Menschen zu helfen,
sich selbst besser zu verstehen, aber auch ihre Umwelt und natürlich auch die Mitmenschen. Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung. Und das passt auch gut zum traditionellen Ideal der Enzyklopädie. Die sammelt nicht einfach irgendwelche Faktenstückchen, sondern Wissen, das dem Leser hilft, sich in seiner Welt zu orientieren. Ja, und dabei sehen wir dann doch oft ein Spannungsverhältnis. Erstens, wir sind alle Menschen mit universellen Menschenrechten. Zweitens können Menschen sich als Angehörige von Gruppen sehen oder werden gesehen, also von Kollektiven. Und drittens wollen wir den einzelnen Menschen sehen, das Individuum. Und wie eine gute Balance zwischen diesen Bereichen aussieht, darüber scheiden sich die Geister. Und die Meinung eines Menschen hängt unter anderem durchaus auch ab von seiner persönlichen Situation oder vom globalen Status seiner Gruppe. Und dieses Spannungsverhältnis, naja, das sehen wir auch in der Wikimedia-Bewegung. Und daher meine Thesen. Wie wir gesehen haben, es gibt noch vieles zu verbessern bei Wikimedia Commons, Stichwort offener Brief, und in der Wikipedia. Und ja, woher jemand kommt und welchen Kollektiven er angehört, ja, das ist wichtig. Und es kann einen Einfluss darauf haben, wie er fotografiert. Das heißt aber nicht, dass automatisch absolut immer so ein Einfluss besteht. Wer nur noch auf den Hintergrund eines Menschen achtet und dessen Meinung oder Fotos entsprechend beurteilt oder verurteilt, der argumentiert ad hominem. Ein Individuum hat aber das Recht, auch als solches wahrgenommen zu werden. Und ja, wenn Menschen sich für ein Kollektiv einsetzen, sei es Frauen oder die Menschen in armen Ländern, dann ist das gut. Dabei können sie aber über das Ziel hinausschießen, indem sie andere Kollektive herabwürdigen und das hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Siko, für die spannende Präsentation. Genau, jetzt sind wir im Saal auch wieder beide zu sehen. Und ich möchte noch sehr gern in meiner Replik auf deine, zu deiner Präsentation, auf deine Thesen eingehen, die du gerade eben nochmal gezeigt hast. Die erste war ja, die Wikimedia-Bewegung muss besser mit Bildern umgehen. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, da sprechen wir fast schon mit einer Stimme. Und deswegen möchte ich gar nicht so sehr kritisch auf diese These eingehen, sondern möchte sie eigentlich noch viel mehr unterstützen. Ich denke, was du jetzt mit deinem Vortrag sehr schön gezeigt hast, ist, dass mit der Bebilderung von Wikipedia-Artikeln sehr viele Aspekte einhergehen, die sich auf die rechtliche Dimension rund um Bilder beziehen, auf eine ethisch-moralische und auch auf eine kulturelle Dimension. Also aus meiner Sicht müsste man da Bebilderung von Wikipedia-Artikeln noch sehr, sehr viel genauer unter die Lupe nehmen. Und du hast auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass vielleicht auch ein Stück weit die Bildinventare bei Wikimedia das Problem sind. Du hast, glaube ich, an einer Stelle gesagt, dass die Bilderklärungen bei Wikimedia relativ kurz sind. Aus meiner Sicht ist das ein sehr zentraler Punkt, den ich hier nochmal aufgreifen möchte. Ich habe den Eindruck, aber lass mich da gleich auch in der Diskussion eines Besseren belehren, dass bei Wikimedia sehr viel mehr Kontext noch zu den Bildern mitgeliefert werden müsste. Also da wirklich müssten genauere Bildbeschreibungen da sein, damit die, die sich dann der Bilder bedienen für die Wikipedia-Artikel, um diese mit Bildern zu versehen, noch genauer darüber versichern können, wo kommt eigentlich das Bild her. Ich denke schon, dass das bei vielen Themen eine Rolle spielt, bei manchen auch nicht. Also klar, Siko, ich meine auch, dass bei einer Mühle es sicher nicht so problematisch ist, wer das Bild gemacht hat. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Themen und da hast du auch gute Beispiele dafür gezeigt, bei denen sehr genau zu überlegen ist, welche Bildinventare aufgegriffen werden. Und da spielen Bilder zum globalen Süden aus meiner Sicht doch auch schon eine große Rolle. Und du hast auch einen Fotografen hier benannt, der deiner Meinung nach einen großen Beitrag zur Bebilderung der Wikipedia geleistet hat. Aus meiner Sicht spielt da auch eine Rolle, dass man die Fotografen nicht einfach so losziehen lässt, auch wenn sie einen tollen Beitrag jetzt schon leisten, sondern dass man da vielleicht dazu übergeht, FotografInnen darüber zu schulen oder dazu zu schulen, was sie mit ihren Fotos leisten. Nämlich eben nicht diese naive Auffassung, dass sie die Welt einfach nur abbilden und
die Wikipedia bebildern, Texte auflockern, sondern dass schon auch sie mit ihren Bildern bestimmte Weltsichten auf die Welt darlegen und das eben insbesondere bei bestimmten Thematiken wie die Besprechung des globalen Südens. Also ich denke schon, dass da eine gewisse Perspektive, eurozentristische Perspektive in der Wikipedia eine Rolle spielt. Also von daher mein Appell, es muss auf jeden Fall weiterhin und noch viel intensiver als bisher eine Diskussion über Bildinventare in Wikipedia stattfinden. Man sollte dazu auch so eine Art Raster oder einen Leitfaden entwickeln, welche Aspekte eine Rolle spielen. Ich denke, wie gesagt, schon, dass der kulturelle Hintergrund eines Fotografen, einer Fotografin dann eine große Rolle spielen. Man sollte genau auch über rechtliche Aspekte aufklären, wie du gesagt hast oder gezeigt hast, das Bild einer Frau, die vielleicht gar nicht darüber informiert wurde, dass sie jetzt im Kontext von Street Photography da plötzlich in der Wikipedia landet. All das müsste aus meiner Sicht den vielen FotografInnen, die vielleicht professionell, semi-professionell oder eben auch Privatbilder machen, mit an die Hand gegeben werden, um die Qualität von Bildinventaren in Wikimedia und somit auch dann in Wikipedia mit zu beeinflussen. Also das wäre mein großer Appell, jetzt auch nachdem ich deine Präsentation gehört habe, mehr Diskussionen über die verschiedenen Dimensionen, Aspekte von Bildern, die relevant sind, wie gesagt, rechtlich, ethisch, moralisch, kulturell. Und noch mehr Schulung, ich denke, es wird schon einige geben dazu, wie man gerade bei heiklen Themen zum globalen Süden oder eben auch zu in Wikipedia grundsätzlich unterrepräsentierten Gruppen, wie zum Beispiel Frauen, um da zu schulen, was sind wichtige Aspekte bei der Herstellung neuer Bilder. Und dann auch, wie gesagt, der Aspekt, dass meiner Ansicht nach in Wikimedia viele Bilder dekontextualisiert sind. Und wie gesagt, ich habe es vorhin in meinem Vortrag gezeigt, ein großes Bedeutungspotenzial mitbringen und sie aus meiner Sicht dysfunktional teilweise in die Wikipedia integriert werden. Das sollte möglichst vermieden werden, hier ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie gesagt, dass Bilder eben nicht nur auflockern, sondern ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, wie dann auch die Texte wahrgenommen werden und wie Bedeutung aus Artikeln rekonstruiert wird. Genau, damit gebe ich nochmal zurück an dich, Siko, wenn du möchtest. Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Das ist wirklich sehr wichtig. Ich habe gerade für das Klexikon habe ich mir gedacht, das soll ja auch kindgerecht sein. Und dann habe ich mir Kriterien zurechtgelegt, wie ich dann nach Wikimedia Commons gehe und dann versuche, gute Bilder auszuwählen. Und ich will mal einen längeren Beitrag darüber machen für meinen YouTube-Kanal. Und man merkt bei Wikimedia Commons, es gibt eine Art automatischen Bias. Wenn ich also über einen Arzt ein Foto suche, ist das meistens ein Mann, der eine helle Hautfarbe hat. Und da muss man extra Zeit investieren, wenn man etwas Diversität haben will. Und also mein Stichwort dafür ist eigentlich die Qualität der Enzyklopädie. Ja, also es gibt Woke und Anti-Woke und solche Diskussionen, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich will eine gute qualitäre Enzyklopädie machen. Und wenn ich jetzt einen Artikel habe über Nase, Auge, Arme, Füße, und da sieht man immer nur Hellhäutige, dann wäre die Enzyklopädie wäre nicht qualitativ. Ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und es ist wirklich nicht einfach, Füße zu finden, nach der Hautfarbe. Ja, das ist wirklich unglaublich. Und ich weiß nicht, ob die Erschließung oder andere, wir haben ja so viele Probleme bei Wikimedia Commons, wie wir das verbessern können. Aber es gibt so eine Art automatischen Bias. Und wenn ich dann zum Beispiel bei Schornsteinfeger, da finde ich dann zufällig ein prima Bild von einer Frau, die gerade Schornsteinfegerin lernt, dann nehme ich das am liebsten, auch wenn es vielleicht sonstige bessere Bilder von Männern gibt. Aber so, dann nehme ich das und dann weiß ich schon, naja, in anderen Artikeln habe ich den Luxus nicht, da habe ich nicht so viel Auswahl, aber so versuche ich dem entgegenzusteuern. Und was man da alles im Kopf haben muss für Gedanken, das ist schon, ja, und es kostet halt unheimlich viel Zeit. Ne? Es kostet, wenn ich dann auf solche Sachen achte, dann kostet die Bebilderung vielleicht doppelt oder dreimal so viel Zeit wie sonst. Aber ich habe dann irgendwie dann auch den Stolz, dass ich mir sage, prima, jetzt hat sich das gelohnt, auch wenn das Ergebnis jetzt okay aussieht und nicht super aussieht. Foto machen, hochladen, Erschließung, finden, Auswahl, Bildunterschrift, Bildrelation,
Bild-Text-Relation, ne? Und was ist dann im Kopf der Leser? Das Exotische ist ja auch irgendwie, was die Leser dann im Kopf haben, wie sie es einordnen. Stichwort Österreich und Kenia, ne? Dass wir dann bei den Österreichern vermuten, naja, die laufen nicht immer in Trachten herum. Das ist so eine Sache. Ich habe manchmal so den Eindruck, ich weiß nicht, also bei ausgezeichneten Artikeln, da haben die Autoren schon auf gute Bebilderung geachtet meistens, aber ansonsten, da habe ich den Eindruck, vielleicht ist das Bebildern nicht so prestigeträchtig oder irgendwie. Es gibt ja auch die Initiative, ne? Wikipedia, WPWP, dass die Wikipedia-Artikel bebildert werden sollen. Das kommt nicht so ganz aus den Pötten. Eine Sache noch, du hast das Rechtliche und Ethisch-Moralische beschrieben. Ja, beim Rechtlichen, ich glaube, wir müssen da sehr gut sein. Und viele Wikipedianer sind sich da schon dessen bewusst. Und die wissen, dass viele Fotos, die wir da bekommen eigentlich, die sollten nicht auf Wikimedia Commons sein eigentlich. Ne, dann überlässt man das immer den Nachnutzern, dass sie dann an die Persönlichkeitsrechte denken. Aber ja, beim Ethisch-Moralischen denke ich mir, wir sollten uns so eine Bildkultur überlegen, wie wollen wir sein als Gemeinschaft, die mit Bildern umgeht. Und dann dürfen wir bitteschön auch römischer als der Papst sein. Also unsere ethischen Richtlinien, die dürfen viel strenger als die rechtlichen sein. Warum nicht? Dankeschön. Ja, vielen Dank, Siko. Vielen Dank, Eva. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde für die Diskussion. Also wenn es hier im Saal Wortmeldungen gibt. Ah, okay. Also wer mag, kann auch gerne nach vorne kommen, dann könnt ihr euch auch sehen. Danke. Ich frage mal aus der Anonymität. Ich wollte nur einige Anmerkungen machen aus der Praxis der Bebilderung, weil ich auch lange Texte schreibe und auch versuche, die möglichst intensiv zu bebildern. Und zwar ausgehend, Siko, von dem Bild, was du gezeigt hast, wo du drei Bilder gehabt hast, Erdbeeren in Ecuador, dann den Schwefelabbau in Indonesien und diesen Strand in Jamaika, glaube ich, ist es gewesen, wo du gesagt hast, das zeigt entweder Klischees oder Exotismus. Was mir an den ganzen Bildern, die du gezeigt hast, aufgefallen hast, ist, dass du eigentlich nie beschrieben hast, welche Bildunterschriften tatsächlich unten drunter standen, sodass man sich auch fragt, ob man nicht bei manchen Dingen, die auf den ersten Blick problematisch erscheinen, das tatsächlich über die Bildunterschrift auffangen kann oder ob es auch aufgefangen worden ist. Und das Zweite ist, es kommt ja nicht nur darauf an, dass in Artikeln ein Bild ganz rechts oben steht, sondern auch, dass Bilder den Abschnitten zugeordnet sind. Und zum Beispiel, ich weiß auch, warum dieser Schwefelabbau in Indonesien halt eben als Exotismus so gilt, aber wenn es um die Bebilderung des Abschnittes über indonesische Exporte geht, ist dieses Bild einfach sehr gut. Das ist, wie gesagt, und das finde ich auch an die Referentin ein Hinweis. Die Positionierung des Bildes im Artikel ist wirklich eine wichtige Sache. Auch, dass man sich zum Beispiel den Mut, dass man mutig genug ist, einen Artikel ohne Einstiegsbild zu machen, wenn man kein passendes Einstiegsbild hat, sondern es nur im Artikel Body quasi zu bebildern. Letzte Bemerkung, man kann, wenn wir die Kategorie Füße nach Farben nicht haben, kann man aber trotzdem, finde ich, viel mehr, als es allgemein gemacht wird, mit Fotogalerien arbeiten. Meine Erfahrung ist nämlich, dass wenn man zu einem Thema wie zum Beispiel imposante Berge, was immer, also inklusive Landwirtschaft, Reisfelder, Stufen, tralala, was immer so ein bisschen auch unter Exotismusverdacht steht, wenn man eine Galerie mit vier Bildern macht, die sich solchen Themen widmen, dann nehmen die sich gegenseitig ein bisschen was von dieser Eindrücklichkeit weg oder von diesem Exotismus weg, was ich eigentlich einen sehr guten Effekt finde. Weil dann sieht man, okay, das ist zwar auffällig, aber doch auch ein bisschen normal. Oder drei Bilder zeigen halt eben nicht so einen Exotismus, während nur ein Bild es zeigt. Und wenn man dann den Mut hat, zu sagen, ja, ich gehe mal einfach über das eine Bild hinaus, was natürlich auch voraussetzt, dass man auf Commons einigermaßen in der Lage ist, solche Bilder überhaupt zu finden. Aber es geht und darum bin ich mir so ein bisschen unsicher, Siko, was du zum Schluss gesagt hast, dass es mit der Bebilderung der Wikipedia so langsam vorangeht, kann ja auch was ganz Gutes sein, nämlich, dass man lieber kein Bild als ein schlechtes Bild
auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten da reintut. Ich bin da unsicher, wie das in Wirklichkeit ausschaut. Ja, wie machen wir das, Eva? Mono Ed, gehen wir sammeln erstmal? Ist das vielleicht besser, ja? Oder soll ich hierauf reagieren? Ja, also ich glaube, das war ja schon eine sehr differenzierte Wortmeldung. Ich glaube, da sollten wir vielleicht direkt drauf eingehen, Siko. Und du kannst auch gerne beginnen, ne, weil es ja doch einige Punkte waren. Sonst wird es vielleicht einfach zu viel dann. Fand ich wunderbare Bilder, Punkte. Ich wollte nur sagen, ein Missverständnis bei dem Kaffee und Schwefel und Sandstrände ging es mir nicht so sehr um Exotismus. Und dieser Eindruck kann ja immer entstehen, sondern es ging darum, ob jetzt der Gesamteindruck entsteht, dass dieses Land jetzt nur Sandstrände oder Rohstoffe anzubieten hat. Da möchte ich dann auch so mehr Bilder aus dem Alltag, Straßenleben, oder ich habe irgendwo im Klecksigon-Artikel habe ich dann auch mal eine Gewerkschaftsversammlung gezeigt. Ne? Da sind so Leute dann, die um so einen Tisch dann herumsitzen, bei der Gewerkschaft in Angola war das, glaube ich. Und sowas möchte ich dann auch zeigen, ne? Oder ein Parlamentsgebäude und dann eben nicht nur die Urlaubseindrücke. Galerien finde ich prima. Ich habe so den Eindruck, also es gibt ja Artikel wie bei Ghana oder Burundi, habe ich geschaut, die sind so im Wesentlichen um 2009 geschrieben worden und in der Zeit hat man es auch im Wesentlichen bebildert und in der Zwischenzeit ist so viel Gutes durch Wiki Loves Africa und andere Initiativen hinzugekommen, also da kann man schon mehr machen. Aber so eine Zurückhaltung, ich nehme lieber kein Bild als ein unpassendes Bild, finde ich eigentlich sehr vernünftig. Ja, dann würde ich da vielleicht auch noch direkt einsteigen. Also ich finde es auch sehr vernünftig zu sagen, lieber kein Bild als ein Bild, das unpassend ist oder das man durchaus problematisieren könnte. Ich sehe aber natürlich auch, jetzt wenn ich zum Beispiel die Perspektive meiner Studierenden einnehme, die Wikipedia sehr, sehr frequent grundsätzlich nutzen, dass man vielleicht als Wikipedia-Autor, Autorin da auch mit anderen Plattformen mithalten möchte, die ja, wie gesagt, sehr bildlastig sind. Also hier ist die Frage, wie positioniert sich Wikipedia bezüglich anderer Wissensressourcen im Netz? Und da gebe ich auch Folgendes zu bedenken. Also ich finde die Idee mit den Bildgalerien auch gut, auch mit vor Augen zu haben, dass Bild-Bild-Konstellationen ja da wichtig zu betrachten ist, dass sich Bilder in ihrer Bedeutung auch gegenseitig beeinflussen können. Was ich mir dann immer als Frage stelle, ist, viele Junge, aber auch natürlich in allen Altersgruppen, greifen ja über das Smartphone mittlerweile auf Wikipedia zu. Das heißt, man muss bei der Bebilderung von Artikeln vielleicht auch mit berücksichtigen, wie die Bildgalerien dann auf dem Smartphone zu sehen sind. Ich glaube, viele Wikipedia-AutorInnen bearbeiten die Wikipedia nach wie vor über PC, einen Laptop, der irgendwo steht, und haben die klassische Ansicht. Aber die Frage ist dann auch immer, wie zeigen sich Text-Bild-Relationen und Bild-Bild-Konstellationen über das Smartphone? Also hier haben dann die jeweiligen konkreten InternetnutzerInnen, die einen Wikipedia-Artikel aufrufen, vielleicht dann noch mal eine ganz andere Ansicht, die man so als Autor, Autorin nicht mit bedacht hat. Also da wäre mit zu überlegen, wie ist eigentlich die konkrete Rezeptionssituation über den Laptop oder eben über das Smartphone. Und da gibt es aber, glaube ich, auch bisher wenig Forschung dazu. Also das wäre auf jeden Fall ein spannender Punkt, auch mit zu bedenken, dass sich da die Endgeräte, über die Wikipedia aufgerufen wird, verändert haben. Ne? Dass man das vielleicht als Autor, Autorin mit antizipiert, wie die Rezeptionssituation ist. Aber ich weiß, dass das viel verlangt ist, gerade da ja viele AutorInnen ehrenamtlich an der Wikipedia arbeiten, die allermeisten. Und dann so viele Aspekte mit zu berücksichtigen, ist natürlich auch sehr, sehr viel verlangt dann. Dankeschön. Ich glaube, jetzt könnten wir mit einer nächsten Frage weitermachen, Monoed. Danke, Raimund hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr uns seht hier im Saal. Nein. Dann gehen wir nach vorne. Hi, jetzt seht ihr mich, ja? Thema. Ich wollte noch gern ein paar Kontexte liefern zum Thema Elisabeth Böhm. Das hat mich direkt getriggert, weil meine Frau den Artikel geschrieben hat.
Und Sie und auch ich arbeiten schon sehr, sehr lange zum Thema Böhm-Familie, also Architektenfamilie Böhm. Ich weiß, dass sie sich sehr schwer getan hat, den Artikel zu schreiben, weil Elisabeth Böhm, ja, wir halten sie schon für relevant, aber eben ist sie halt viel Familie, Mutter einfach gewesen. Das ist einfach so. Und ich denke mal, warum kein Foto von ihr im Artikel war, also kein alleinstehendes Foto, was du, Eva, bemängelt hattest, den Mangel sehe ich auch, aber da hätte jetzt eigentlich besser gegriffen, kein Foto als dieses Foto. Denn das Foto 2009 ist entstanden von, ich kenne den Benutzer nicht, Benutzerin nicht. Das ist grottenschlecht. Das ist unscharf, das ist klein. Irgendwann hat 2017 jemand noch die Frau Böhm ausgeschnitten, gekroppt. Das tut weh, das Bild zu sehen. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Sie ist schon 2012 gestorben und wir haben die Familie zwar immer mal wieder gesehen, aber meistens nur Gottfried Böhm und Brüder. Die Frau war einfach nicht mehr, also auch zwischen 2009 und 2012 nicht mehr aufgetaucht. Also nicht, dass ich wüsste. Es gibt einen interessanten Film. Ich glaube, eine Stunde geht der über die Familie Böhm. Also so viel nur etwas zum Kontext. Zum Text kann ich jetzt gar nicht viel sagen. Meine Frau ist auch gar nicht hier. Die ist zu Hause. Aber ich denke, ich habe ihr vorhin ein paar Screenshots geschickt von den Folien. Gucken, was sie jetzt macht. Ja, also es ist halt, weil ich ja auch viel fotografiere, auch nicht immer ganz einfach, das Richtige zu finden, das richtige Foto zu machen. Und kleine Werbung für eine Session von Stepro, ich weiß gar nicht, heute oder morgen, wo er sich auch darüber beklagt, dass so viel gekroppt wird auf kleine, hässliche Fotos. Finde ich auch ein spannendes Thema. Ja, so viel dazu. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich für mich auch eine spannende Kontextualisierung von Bildern. Also das soll auch gar nicht eine Fundamentalkritik am Artikel gewesen sein. Ich glaube, es ist großartig, dass sich da eine Frau überhaupt einem Artikel über eine Frau angenommen hat, die vielleicht gerade so die Relevanzkriterien erfüllt. Also das ist ja auch ein Punkt, der in vielen Initiativen rund um Wikipedia verhandelt wird. Wie schaffen wir es, da mehr Artikel über Frauen zu bekommen, die auch familiäre Konstellationen hatten, historisch gesehen, die ihnen gar nicht ermöglicht haben, so viel auch in einem Architekturbüro präsent zu sein oder in beruflichen Rollen präsent zu sein. Also das mitzudenken, da habe ich auch mit Zico schon intensiv drüber gesprochen. Also von daher keine Fundamentalkritik am Artikel, sondern eher schön, dass was da ist. Aber es ist auch noch ein bisschen Luft nach oben da, den Artikel gut auszugestalten, sodass er eben keinen Bias erzeugt. Und dann ist es jetzt auch ein spannender Punkt, um nochmal über Bildqualitäten zu sprechen. Also ich sehe, dass es auch hier verschiedene Aspekte gibt. Also einerseits gibt es natürlich den technischen Aspekt. Da bin ich eigentlich relativ offen und kulant. Also mich ärgert das nicht, wenn ein Foto nicht ganz so technisch gesehen eine gute Qualität hat, sondern ich habe ja vorhin dafür plädiert, dann vielleicht doch lieber zu croppen. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich vermute, dass es darum geht, eine Person aus einem Gruppenfoto herauszuschneiden, um eben die Person ja, zentral zu setzen. Genau, Siko hat es mit einer Geste angedeutet. Aus meiner kultursprachwissenschaftlichen, bildwissenschaftlichen Perspektive, finde ich, ist das eine gute Zurichtungsmöglichkeit, die Bilder so zuzuschneiden, um Personen zentral zu haben, um bestimmten Personenkonstellationen nicht zusätzlich noch eine Bühne zu bieten und insbesondere Personenkonstellationen, die Männer in den Vordergrund rücken, weil die aus meiner Sicht an vielen Stellen schon sehr, sehr präsent sind. Genau, um es jetzt ein bisschen polemisch zu formulieren. Also wie gesagt, aus einer technischen Perspektive kann ich das mit den Bildqualitäten nachvollziehen, dass es da vielleicht auch Überlegungen gibt, aber aus einer kulturwissenschaftlichen, bildwissenschaftlichen Perspektive finde ich absolut ein gutes Verfahren, gute digitale Bildpraktik, hier auf die Person, die beschrieben wird, quasi das Bild dann entsprechend zuzuschneiden, ist meine Perspektive. Aber das wäre auch ein spannender Punkt, das auszuhandeln. Und bin ich sehr gespannt auf die gerade erwähnte Session, die das vielleicht auch verhandelt. Vielleicht kann man ja diese kulturwissenschaftliche Perspektive auch da mit hin reinnehmen in die Session. Wir haben jetzt hier noch eine weitere Frage aus dem Publikum und danach noch ein paar Fragen aus dem Chat.
Benutzer Matthias B. aus Schwetzingen. Hallo Eva. Du hast es vorhin angesprochen gehabt, die Frage oder das Anliegen, Bilder besser zu untertiteln, zu benennen, zu beschreiben. Das hat natürlich ein ganz großes Problem und das ist die Masse der Dateien, die auf Commons liegen. Das sind ja inzwischen zig Millionen. Da hat niemand die Zeit, das durchzuführen. Ja? Also vielleicht muss man da ansetzen, dass man sagt, Bilder, die auf Wikipedia verwendet werden, sollten genauer beschrieben werden. Das geht aber auch rein in die Barrierefreiheit, ja, mit den alternativen Bezeichnungen, das ist eine ganz andere Geschichte, dass für Sehbehinderte das Bild nicht erkennbar ist, beziehungsweise noch schlechter einschätzbar ist. Und ein anderer Punkt, der mir noch eingefallen ist, wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Diskussion, eine sehr heftige Diskussion in der Wikipedia um die Bebilderung des Artikels Strumpfhose. Der war damals bebildert, wenn ich mich richtig entsinne, mit einem Foto einer Anzeige der österreichischen Firma Palmas, die ja bekannt ist für sehr, sagen wir mal, freizügige Plakatwände, die, glaube ich, aus dem Straßenbild inzwischen etwas verschwunden sind hier in Österreich. Und dann wurden die rausgelöscht, kamen andere Bilder rein, dann war eine Frau da mit blickdichter Strumpfhose, das wurde dann auch wieder ausgetauscht, dann wurde ein Balletttänzer eingefügt, ja, und hin und her und her und hin. Wie der Zustand jetzt ist, weiß ich schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das Problem ist nicht neu, es ist also irgendwo schon seit einigen Jahren bekannt. Ja, ganz herzlichen Dank, Matthias B., für die vielen tollen Hinweise. Also ich sehe natürlich, dass das ein praktisches Problem ist, ne? Nachträglich noch Bilder gut zu kontextualisieren, insbesondere die vielen zig Millionen, die da schon in Wikimedia Commons drinstehen. Aber vielleicht wäre das ja etwas, was man mit Blick auf die Zukunft eben berücksichtigen könnte. Also die Bilder, die neu hinzukommen, da sich gute Regeln, Kriterien zu setzen, in welchen Kontext diese Bilder gestellt werden. Ich denke, es würde vielleicht auch bei der konkreten Bebilderung helfen, wenn es hier einen guten Kontext gäbe. Man würde dann vielleicht Zeit sparen, auch bei der Erarbeitung, Bebilderung eines Artikels, wenn man hier bessere Zugriffsmöglichkeiten auf die Bilder hätte. Und wie gesagt, also was ich jetzt gerade auch vor dem Hintergrund KI beobachte, ist, dass massenweise, also gerade zu Frauen, Bilder in Wikimedia Commons eingestellt werden, die überhaupt nicht gut kontextualisiert sind und die aus meiner Sicht auch in einem Projekt wie Wikimedia Commons nichts zu suchen haben, weil sie Genderstereotype massenhaft reproduzieren. Und damit wäre ich eigentlich auch bei deinem zweiten Punkt, Matthias B. Ich kenne also tatsächlich auch den Fall der Strumpfhose. Da muss ich natürlich eine Online-Enzyklopädie des 21. Jahrhunderts die Frage stellen, ob es wirklich darum geht, in einem Wikipedia-Artikel freizügige Bilder aus der Werbung zu reproduzieren. Ich meine, es ist allen klar, dass die Werbung Aufmerksamkeit erlangen möchte, dass es geht, ein Produkt hier an die Frau zu bringen und vielleicht gewisse Schönheitsideale auch adressiert werden. Und ich weiß, dass in diesem Fall eben auch so eine Art Fetischbilder mit drin waren, die eben auch problematische Bilder von Frauen gezeigt haben, die aus meiner Sicht überhaupt keine online-enzyklopädische Relevanz hatten. Also von daher, das ist doch ein Punkt, der wirklich diskussionswürdig ist. Was möchte man in einer Online-Enzyklopädie bei solchen Themen, bei solchen Artikeln wirklich zeigen? Ist es notwendig, wie gesagt, Schönheitsideale oder noch schlimmer, Fetischbilder oder Bilder, die als Fetische gesehen werden können, zu reproduzieren und hier in eine Online-Enzyklopädie einzubringen? Aus meiner Sicht hat es da nichts zu suchen. Von daher kann ich auch verstehen, wenn dieser Artikel entsprechend umgebaut wurde. Ja, vielen Dank. Wenn ich da was ergänzen darf, oder? Nee, wir haben auch noch Fragen aus dem Chat und dann ist noch jemand hier vorne. Also. Dann lieber eure Fragen als, Eva Siko, ich bin der Online-Engel von der Session und wir haben tatsächlich gar keine Fragen, sondern vor allem Kommentare, aber ich werfe sie trotzdem mal in den Raum. Also ein Kommentar, der sich nochmal mit dem Bild von Elisabeth Böhm beschäftigt und sagt, tatsächlich bedauerlich, dass das sowieso schon so miserabel aufgelöste Foto gekroppt wurde
Und dann zwei Kommentare, die sich so Gedanken machen, weg von Bebilderung mehr zu dem größeren Thema von wie kriegt man Frauen aus den Schatten ihrer Männer in ihren Wikipedia-Artikeln raus und das so ein bisschen an dem Beispiel von Mileva Maric auftut, der serbischen Physikerin und Mathematikerin, die viele kennen als Frau von Albert Einstein, als erste Frau von Albert Einstein. Also die haben die Zuhörerinnen und Zuhörer im Livestream einfach ein bisschen mitgedacht sozusagen. Ja, jetzt hier eine weitere Frage aus dem Publikum. Hallo, Benutzer Alfons. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir uns noch viel mehr unterhalten würden hier über die Frage KI-generierte Bilder. Es ist ja angeklungen ganz knapp bei euch, aber wie ihr ja vielleicht wisst oder auf den Diskussionsseiten mitverfolgt habt, als ChatGPT im Frühjahr so aufploppte überall, tauchte natürlich auch sofort die Frage auf, wie ist es mit KI-generierten Bildern in der Wikipedia, die nicht den Artikel KI bebildern, sondern wo halt irgendjemand halt sich überlegt, ich mache einen Prompt, ich lasse die KI für mich arbeiten und baue mir ein beliebiges Bild, von dem ich denke, dass das irgendeine Lücke füllt in Wikipedia zusammen. Und wir haben in dem Zusammenhang eine Diskussion darüber gehabt und die war meiner Meinung nach relativ erstaunlich, erfreulich, einheitlich, dass nämlich solche Bilder, wenn sie nicht den Artikel KI bebildern, unter TF-Verdacht stehen, also Theoriefindung. Man baut sich einfach etwas zusammen. Das hat keinen Anspruch auf Authentizität und wird gelöscht aus den Artikeln. Wir hatten das sogar, es gibt noch eine kleine Abart davon. Es gab ja eine Weile Leute, die haben so Konturen von Personen gemalt, die zu denen Bilder in der Wikipedia gefehlt haben. Wir hatten 30, 40 solche Bilder ich glaube vor allen Dingen Artikel über Musiker und Musikerinnen, die dann auch alle gelöscht worden sind. Das könnten wir vielleicht noch mal kurz besprechen. Danke. Also greife ich sehr gerne auf, auch wenn ich überhaupt keine KI-Expertin bin, sondern erstmal aus eigenem Interesse heraus mich dem Thema jetzt annähere. Und ich glaube, so viel Forschung gibt es auch bisher nicht, zumindest nicht zum Phänomen ChatGPT, DALL-E, also Chatbots, die jetzt gerade so verhandelt werden, auch gesamtgesellschaftlich seit letztem November. Aber ich sehe das auch so, dass es ein großes Problem ist, die KI-generierten Bilder. Also ich sehe es als ein zweischneidiges Schwert. Man kann durchaus Chancen sehen, die man aber sehr, sehr gut einhegen muss, also bei denen man sich sehr gute Regeln überlegen muss, wann Bildmaterial noch akzeptabel für die Wikipedia ist. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass historische Personen, also Personen, die schon verstorben sind und zu denen es aber einen Wikipedia-Artikel gibt, wenn da Bildmaterial da ist, da ist nur, also das historische Konstellation enthält, wie zum Beispiel das Familienfoto von Marie Curie, auf dem ihr Vater so zentral sitzt, hätte es natürlich schon einen gewissen Reiz, auf der Basis solchen Bildmaterials Bilder zu generieren, auf denen Marie Curie in zeitgenössischen Konstellationen zu sehen ist. Aber das ist natürlich hochriskant, weil es natürlich bisherigen Bildkulturen total widerspricht. Wir haben einfach den Anspruch, würde ich sagen, dass Bilder eine gewisse Authentizität haben. Und eben wurden gerade die Bilder angesprochen mit Konturen von Personen. Ich denke, das ist auch ein Wunsch gewesen, hier Personen, die bereits verstorben sind, die nicht mehr fotografiert werden können, denen ein Gesicht, sagen wir jetzt mal, zu geben in der Wikipedia, weil wir eben doch eine sehr stark visuell geprägte Kultur haben. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn man da Bedenken hat, solche Bilder zu integrieren, wie gesagt, vor dem Gedanken der Authentizität von Bildern. Aus meiner Sicht überwiegt ganz klar im Moment überwiegen die Gefahren von KI-generierten Bildern. Wie gesagt, ich habe im Moment den Eindruck, dass gerade bei der Darstellung von Frauen es eine Flut von Bildmaterial gibt, das aufbaut auf früheren Bildmaterialien und hier Gender-Stereotype, die sich schon in früheren authentischen Bildmaterialien finden, sogar noch verstärken und dass Prompts so gewählt werden, dass eben Gender-Stereotypisierung noch sehr viel stärker auf die Spitze getrieben wird und dass das eben Bildmaterial in Wikimedia Commons ist, das keinesfalls Eingang in die Wikipedia finden sollte. Da kann ich mir überhaupt keine Kontexte vorstellen, in denen diese Bilder gebraucht werden können,
Und von daher sehe ich hier einen großen Bedarf, die Regeln bei Wikimedia Commons zu überdenken. Ich glaube, das ist auch bisher noch nicht so sehr geregelt, was überhaupt bei Wikimedia Commons eingestellt werden darf. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man grundsätzlich froh war, wenn sich jemand die Mühe gemacht hat, hier Bilder einzustellen. Aber mit der Möglichkeit, massenhaft auf Knopfdruck mit bestimmten Prompts Bildmaterial zu generieren, flutet aus meiner Sicht diese schönen Bildinventare, dieses schöne Bildmaterial, was bisher in Wikimedia Commons überwiegend drin war, also das wird da völlig in den Schatten gestellt aus meiner Sicht, wenn man hier nicht zeitnah Regelungen findet. Und dann an zweiter Stelle müsste man sich natürlich überlegen, wie man dann in anderen Wiki-Projekten mit diesen Bildmaterialien auf Wikimedia Commons umgeht. Das ist meine erste eher tentative Einstellung zum Bildmaterial. Genau, Siko, du möchtest garantiert jetzt was. Oh, ich bin da auch sehr tentativ. Ja, vielen Dank, Alfons, dass du es nochmal in die Runde geworfen hast. Ich habe ein Video auf meinem Kanal und darum will ich auf die meisten Aspekte gar nicht eingehen. Ja, es ist immer die Frage, was erwarte ich von einem Foto? Nehme ich es wirklich als Quelle oder als Illustration? Und dann haben wir eben so viele Beispiele aus der Geschichte der Enzyklopädien, wo man auch reine Illustrationen von etwas hatte, Historienmalerei. Und ja, das ist für mich immer schwierig, dann zu sagen, warum jetzt gerade die KI nicht erlaubt ist. Aber gut, dazu da mehr. Was die Frauenbilder angeht, das sind dann so dann sehr sexualisierte Darstellungen von, was weiß ich, Fantasy-Warriorin, die leicht bekleidet ist oder so etwas. Und da frage ich mich auch, was der Bedarf ist, außer man möchte in einem Artikel über künstliche Intelligenz dann zeigen, solche Bilder gibt es oder so. Ja, ob man, ich weiß nicht, ob da die Regeln strenger sein müssen. Sie werden dann halt eben ignoriert. Sie sind auf Commons. Ich weiß nicht, inwieweit sie dort stören. Allerdings, ja, inwieweit will Wikimedia Commons jetzt eine Plattform für etwas sein, was letzten Endes so eine Art Fanart ist oder Amateurzeichnungen oder wie immer man es nennen will. Also, das ist möglicherweise nicht die geeignete Plattform dafür. Ich kann diesen Unmut schon nachvollziehen. Aber allgemein, wie das entwickeln wird in der Gesellschaft, ne, ob die Leute vielleicht viel cooler sein werden in 5 Jahren mit solchen Darstellungen wie Albert Einstein in Rekonstruktion mit AI. Das kann sein, dass die Leute das völlig okay finden werden. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum und dann sind wir auch schon langsam am Ende. Also ich heiße Andreas Werle. Ihr wisst alle, dass mein Hobby ist ja Shakespeare. Und ich habe zusammen mit einem Anglisten Walter Horizonte den gesamten Werkkomplex zu Shakespeare, alle Dramen komplett neu geschrieben und auch alle Bilder ausgetauscht und neue Bilder reingemacht. Und das ist ja problematisch, denn das Werk von Shakespeare, das ist voll mit misogynen Elementen und mit kolonialen Fantasien und so weiter. Und ich habe an 2 Beispielen habe ich bewusst Bilder ausgewählt, die das koloniale Stereotyp reproduzieren und ein misogynes Element. Und zwar bei König Lear, ein Foto von Margaret Cameron, was also den Lear zeigt und dann die beiden bösen Töchter, die hinter ihm stehen, die also hinterhältig sind. Und dann die gute Tochter, die Cordelia, die vor ihm so sich etwas verneigt. Und die also dann die demütige Tochter sein soll, weil sie die gute Tochter ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die Interpretationsgeschichte und die moderne Interpretation des Werkes und das Werk selbst dem völlig konträr laufen. Also Cordelia ist aufmüpfig. Die widerspricht ja dem Lear und dann tritt sie später als Heerführerin auf und versucht, England zu erobern. Und die beiden hinterhältigen Töchter, die Bösen, die sind ja die, die widerspenstig sind, die sich dem Vater, der Vatergestalt widersetzen. Ja. Und in dem Kleopatra-Artikel habe ich ein ganz klassisches Bild gewählt, was also Kleopatra als femme fatale darstellt. Ja. Also was im Grunde genommen den kolonialen Kontext affirmativ wiedergibt, obwohl Kleopatra ja also
die also eine der fantastischsten Charaktere ist, die Shakespeare neben Hamlet und Falstaff generiert hat und wo alle Leute fasziniert sind, ja, von dieser starken und emotionalen und widersprüchlichen Frau. So, und dieser Widerspruch, den finde ich gerade interessant und herausfordernd, und ich habe das bewusst gemacht. Es ist mir also vollkommen klar, dass diese Bilder konträr stehen, erstens zum Inhalt der Werke und zweitens zur Interpretationsgeschichte. Findet ihr das gut? Wie denkt ihr darüber? Bildunterschrift in dem Lear-Artikel ist einfach nur König Lear und seine Töchter von Margaret Cameron, und bei Cleopatra, da ist es auch nur Bezeichnung, Gemälde von so und so. Danke. Ja, total spannend. Siko, ich würde mal anfangen, wenn du magst. Also gerade die Besprechung fiktionaler Texte in Wikipedia ist natürlich für Vermittlungskontexte hochrelevant, ne, weil Studierende, Schülerinnen und Schüler natürlich auch auf die Wikipedia zugreifen, wenn sie in Vermittlungskontexten fiktionale Texte besprechen. Und dieses Spannungsfeld von ja, dem, was wir jetzt besprochen haben, wie Bilder wirken, und dem, dass man gerne so Rezeptionsgeschichten mit einbringen möchte in die Artikel, das finde ich hochspannend. Dann würde ich mir aber wünschen, dass die Bildunterschriften das vielleicht auch offenlegen, ne? Vor welchem Hintergrund man genau diese Bilder gewählt hat. Also ich glaube, da wird es großen Sinn machen, die Bildunterschriften nochmal zu reformulieren und da zumindest ein Stück weit mit einzubringen, warum welche Bilder hier ausgewählt wurden, mit welchem Hintergrund. Sodass das eben für, zumindest für Studierende transparent wird, ob Schülerinnen und Schüler so reflektiert dann auf Wikipedia zugreifen, das sei nochmal dahingestellt. Aber zumindest für Studierende würde es dann vielleicht transparenter werden und würde vielleicht auch Anlass bieten, nochmal drüber nachzudenken, warum hier bestimmte Bildinventare mit dabei sind. Also da, wie gesagt, der Hinweis, Bildunterschriften bitte nicht unterschätzen, sondern offenlegen, warum welche Bildinventare hier mit dabei sind. Ja, danke, Andreas. Sehr interessantes Beispiel. Ich habe ganz ehrlich an sowas noch gar nicht gedacht. Ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht ein KI-Bild dann helfen kann, und dann wird dann diskutiert gemeinsam. Ja, die Tochter müsste etwas weniger demütig dargestellt werden oder sowas, ne? Also, wer weiß. Sehr interessant. Danke. Ja, ich denke, damit sind wir dann auch am Ende angelangt. Vielen Dank, Siko und Eva, an euch, dass ihr hier digital mit dabei wart, und danke ans Publikum fürs Mitdiskutieren. Tschüss.